Mein Name ist Andreas Remmerle und ich verantworte den Bereich der Elektromobilität bei der Lechwerk AG. Die Lechwerk AG ist sehr vielfältig aufgestellt, sehr breit aufgestellt. Innerhalb von der LEW-Gruppe betreiben wir 36 Wasserkraftwerke. Also wir produzieren grünen Strom. Betreiben auch das lokale Verteilnetz. Also wir bringen den Strom von der Erzeugung auch zum Endkunden. Und haben auch den klassischen Vertrieb, wo auch Dienstleistungen mit dabei sind, unter anderem auch das Thema Elektromobilität. Wir konzentrieren uns nicht alleine auf die Ladehardware, sondern wir bieten die komplette Dienstleistung um das Thema Elektromobilität. Also die komplette Wertschöpfung, Klärung, der Bau, der Betrieb, die Belieferung mit Strom und alles, was dazugehört. Und das wird sehr positiv aufgefasst und das ist, wo sich die LEW wirklich differenziert zu anderen Unternehmen, die in diesem Bereich unterwegs sind. Wenn man die Frage auf die politische Unterstützung bezieht, dann muss man erstmal sagen, dass es schon eine sehr positive Entwicklung erkennbar ist, beziehungsweise da ist. Das sieht man in Form von höheren Autokaufprämien für Elektroautos, auch steuerliche Vergünstigungen, auch Förderprogramme hinsichtlich öffentlicher, semi-öffentlicher oder privater Ladeinfrastruktur. Also man ist auf einem guten Weg. Was wir schon noch sehen, man braucht noch Unterstützung, dass im Zeitpunkt des Markthochlaufes, wo wir uns aktuell ja tatsächlich befinden, dass dort auch das gewährleistet wird, dass Ladeinfrastruktur flächendeckend ausgebaut wird. Und es geht auch nur mit Förderprogrammen, mit zusätzlicher Unterstützung. Und das Zweite ist auch, das hat was mit der Akzeptanz, mit dem Komfort zu tun am Laden, an der Ladesäule. Wir brauchen unbedingt ein einheitliches Bezahlsystem zumindest mal jetzt hier in Deutschland, wo wir auch aktiv sind, um die Akzeptanz zu fördern, um es einfach komfortabler und einfacher auch zu gestalten. Die neue Wertschöpfungskette oder auch Prozesskette sind Wasserkraftwerke, PV-Anlagen, Windkraftanlage, also erneuerbare Energien, intelligente Stromnetze, Verteilnetze und Ladesäulen. Ist natürlich viel charmanter als die alte Prozesswelt mit Bohrinsel, Pipeline, Raffinerie, Tankstelle. Persönlich finde ich die neue Welt sympathisch. Und somit glaube ich auch, und im Zusammenhang auch mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien wird es eine Erfolgsgeschichte werden, die Elektromobilität. Die LEW E-Mobilitätsakademie hat ihren Ursprung darin, dass wir schon viele Veranstaltungen in der Vergangenheit auch mit dem Bundesverband auch durchgeführt haben. Trotz alledem stellen wir fest, dass es immer noch sehr viel dass noch sehr viel Unwissenheit im Markt ist. Und diese Unwissenheit und diese fehlende Erfahrung, wo wir oftmals antreffen, auch zu einer Blockade führt. Blockade, das ist Thema, dass die Technologie nicht akzeptiert wird, obwohl sehr viele positive Entwicklungen ja zu erkennen sind, über Reichweite, über Ladenetz und so weiter und so fort. Und wir nutzen die Akademie, um gezielter gewisse Berufsgruppen oder auch Bereiche besser auch auszubilden in unterschiedlichen Modulen. Also es ist eine Wissensplattform, die wir dort anbieten. Der Bundesverband nimmt bei uns eine ganz zentrale Rolle ein. Er gibt uns neue Impulse, die wir dankend aufnehmen, zeigt uns neue Trends aus und ist ein Partner für uns, um sich auszutauschen, um sich weiterzuentwickeln. Wir schätzen die Zusammenarbeit sehr und man sieht ja auch, dass wir die LEW E-Mobility Akademie auch in Zusammenarbeit und in Vermarktung mit dem Bundesverband zeitnah starten werden.